doch, Junge, nee! Ja! Schau Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute der liebenswürdige und tolle Re Winfert, meine Freunde, und auch leider Gottes Was geht ab? Ich dachte, gerade du hast mich gemeint, dann wär's mal nett zu mir. Aber gut, das ist dann. Hä, Leute, habt ihr es gerade gehört? Da war einfach die komplette Stimme von ihm super verzerrt, man hat nichts verstanden. Lukas, kannst du es nochmal wiederholen? Was geht ab? Ich bin auch wieder am Start. Alles klar, mein Creator-Code, meine Freunde, der wird natürlich benutzt an der Stelle hier. Ihr wisst Bescheid. Creator-Code Revenzeit, Season 11 steht vor der Tür. Ihr wisst Bescheid. Leute. Ich würde sagen, wir schauen uns heute noch mal ein bisschen Cursed Minecraft an. Um unsere kleine Journey ins Minecraft-Universum abzuschließen, Lukas. Beziehungsweise eigentlich nicht abzuschließen, sondern sie fortzuführen, primär. Ich würde sagen, Lukas, ich habe mir wieder tolle Videos rausgesucht. Ich sag nur eine Sache, ne? Diese Videos machen mich immer übertrieben aggressiv. Und genau das ist der Grund. Wir drehen direkt hier nach, wenn ich du wäre. Ich würde mir das überlegen, was wir jetzt gucken. Und los geht's. Guck mal, die neuen Minecraft-Füchse. Ach, Junge, Vögel, Alter. So, ja, eine Runde da hört's schon auf, Digga. Die Kiste ist ja nicht nur rund. Sie ist so. Sie ist ja auch sondern nach innen mit so einem Zylinder geformt. Und warum ist das Enderauge auf einem Crafting-Table, Digga? Ja. Belastende Nummer, aber okay, bis dato noch aushaltbar. Lukas? Ja? Was ist mit dem Kaktus? Der ganz, macht so... Ja, ganz ja. Genau. Ja. Alter, okay, ich mach mal die Mucke hier ein bisschen leiser, weil die ist einfach super. Okay, also ich weiß, das kenne ich aber tatsächlich genauso. Also das ist mir schon mal genauso passiert. Das ist ja nichts Besonderes. Pocket Edition halt. Wahrscheinlich, oder? Was ist mit den Pillagern und dem Golem da oben passiert? Das neue Update sieht echt weird aus. Hä? Ah. Warum? Also, ja, ein Lavabett, natürlich, Digga. Was ist das? Oh, mein Headset gerade. Och, Junge, Alter. Ein Dornbusch, okay, ja, der triggert schon. Kennst du den Dornbusch, by the way? Ja, da kannst du gegenrennen und kriegst Schaden, Alter. Richtig, genauso. Und was ist mit diesem, was ist mit Edgar? Edgar, nein! Edgar! Grüße geht raus an Paluten, der wahrscheinlich jetzt einen Herzinfarkt bekommen würde. Also bis dato muss ich ganz ehrlich sagen, okay, das, ja, es ist unangenehm natürlich, aber es ist... Junge, diese Musik, ja, ne, die Mucke ist, Alter, stopp! Was? Was ist das, Alter? Was sind das? Endermänner mit einem Villager-Skin? Ja. Oh, du Scheiße, Alter, wie schrecklich. Natürlich. Gut, das sind verbrannte Schafe, okay. Ah, ja. Stopp. Und das Wasser ist illegal. Das ist illegal. Wasser im Nether wurde damals 1993 von der Genfer Friedenskonvention verboten in Minecraft. Und seitdem darf es dort kein Wasser im Nether geben. Das ist Scheiße. Das muss gefotoshoppt sein, das gibt's nicht. Photoshop. Gut, eine ziemlich unangenehme Spinne. Klar doch. Was? Ja. Was soll ich damit? Was soll ich mit einem Holzingot, Alter? Was? Yeah. Hä? Was soll das? Was soll man damit? Och, Junge. Och, Junge. Bisschen abdancen. Och, Junge. Junge, diese Musik. Diese Musik, ne? Alter. Ja, stell dir mal vor, der Steve. Wizard würde so aussehen, Alter. Wow. Mann, Junge. Oh, okay, Ray James Charles, ja. Gut. Warum hat der Zombie eine Nase, Alter? Was ist mit dem Schaf los? What the fuck? Okay, gut, das ist mir auch schon mal passiert. Moment, Wahrscheinlich in Dirt, Digga. Lukas, die Rutsche hier, kennst du das, wenn du dich im Sommer auf so eine Rutsche setzt, als kleines Kind und die genau so, die brennt dann genauso wahrscheinlich wie diese Konstruktion hier. Ja. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob das so gesund, ach, ist ja auch egal, ich habe keine Kinder. Das passt schon. Alter, was ist mit dem Schwein, Junge? Nein! Oh, nein, Junge, nein! Oh mein Gott, Schildkrötenmann. Okay, gut. War noch aushaltbar, oder? Ja, geht so. Lukas? Alles klar, gut. Schauen wir mal ganz kurz hier rein. Boah, ein Kistencreeper wahrscheinlich, oder? Passt eigentlich. Alles easy, alles cool. Und schon wieder die Musik. Die wird wieder lauter. Kannst du mal irgendwas raussuchen ohne diese Kacke? Ich glaube, die gehört einfach dazu, wa? Das ist wahrscheinlich eine richtig geile Achterbahn jetzt. Warum kann man die Leiter auf den Boden legen? Was ist da? Entschuldigung. Irgendwie jetzt. Und die Schienen. Leute. Gut. Runde Sachen in Minecraft, da höre ich auf. Nee, schau mir lieber das hier an. Ganz ehrlich, Lukas, da muss ich ein anderes Video anmachen. Tut mir leid, das geht nicht anders. Besser ist es auch. Ja. Ja, gut, ein Haus aus. Warte mal, stopp! Sind die Treppen auch aus Kaminen? Aus. Ja, sind sie. Alles klar. Gut, dann haben wir hier den neuen Bossmob, die. Schweine. Die ist sehr gefährlich. Ja. Aufpassen, Leute.
Gut. Eigentlich auch noch entspannt alles. Ball. Gut. Digga, sowas kotzt mich immer richtig an, Alter. Runde Sachen haben nichts in Minecraft zu... What the actual f***? Oh mein Gott, Lukas, ich hatte dieses Texture Pack früher. Und ich schwöre dir, ich habe davon Albträume bekommen. Real Talk, ja, Mann, Real Talk. Wasser, ja. Alter, das gibt einen Kobbels. Warum ist die Katze so fett, Junge? Das sieht aus wie die Katze von dir, Lukas. What the halt f***? Warum? Die Katze ist nicht fett, Junge. Deine Katze ist sehr fett. Hallo! Hä? Hey? Da geh ich erstmal drauf schlafen. Oh, Junge, Alter. Moment, stopp! Stopp! Irgendwo hat alles ein Ende. Irgendwo hat es ein Ende, Alter. Das ist nicht in Ordnung. Ah ja, wahrscheinlich Creeper mit Boden, was, oder? Was, Junge? Och, Alter. Warum hat diese... Junge... Alter, ist das gruselig. Ich glaube, mein Nachbar sieht genauso aus. Das gibt eine Anzeige. Ja, das Bild triggert mich gar nicht, das habe ich schon so oft gesehen, das Alter. Mich so oh krass. Mein Gott, Alter, was soll das denn, Junge? Jo, was das für die Digga! Ey! Ich könnte kotzen! Achtung, Falle, vorsichtig! Ja, wo soll. Alter, diese Mucke. Diese Mucke, Digga. Zwei Kakteen gehören nicht nebeneinander, das was geht ist das? Nicht. Lukas? Was war das? Ist das ein heulendes Skelett? Weiß nicht, aber das war kein Skelett. Das von den Farben her, aber das war doch kein super Skelett. Super gruselig einfach. Keine Ahnung, die Kiste. Alter Junge. Was? Das ist einfach ein Scheiß. Junge, mir wird richtig schlecht dabei, wenn ich sowas sehe, weißt du das? Ja. 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 Okay, da hört's wirklich auf. Mods, das ist eine Kiste. Mods und alles sind ja eine schöne Sache, Leute. Aber in welchem Universum brauchen wir eine Kistentoilette in Minecraft? Seid ihr geisteskrank oder was? Sagt es mir, Lukas. Es hat alles seine Grenzen und die wurde hier ganz genau jetzt an diesem Punkt überschritten, Alter. Ey. Yep, ja, genau, Alter. Yeah, die größte Kiste der Welt. Alles klar, gut, Lukas. Oh, jetzt hier, ich raste hier noch aus, Alter. Okay, gut. Oh. Lukas, ich verspreche dir, dass das Video nicht ganz so schlimm ist. Versprochen, versprochen. Danke. Es geht schon gut los. Der Enderman steht einfach unter Wasser. Mhm. Wir alle wissen, dass Endermänner nicht unter Wasser stehen können. Gut. Warum ist der so lang, Alter? Was ist das denn? Oh! Yeah. Oh Mann, Junge! Aber das sieht so geil aus. Nein, sieht's nicht, Alter. Ich finde, da muss es aufhören, Alter. Hört auf, Steve, einfach auf alles drauf zu packen. Es geht so nicht. Ender Netherfest. Ja. Okay, ganz kurz. Lass uns analysieren, was da schief geht. Also, der Boden ist aus Holz, gleichzeitig aber Wasser. Aus der Pickaxe kommt ein Faden raus und da ist ein Lavatreibung. Nee, passt, das ist ein toller der Tag Boden bei brennt euch so. Auch nicht, aber der Boden, auch? Ja, ist ja auch Wasser, ne? Ist ja klar. Ja, ja, klar. Oh mein Gott, Digga, wenn ich so ein Haus irgendwann mal in echt sehe, dann raste ich aus. Das geht nicht. Es hat Grenzen. Ah ja, Alter. Wahrscheinlich. Oh, kennst du dieses Meme? Ja, ja. Also da, wo die jüngere Frau und... Ja, da müssen wir nicht eher drauf eingehen. Alles klar, wir gucken sowas nicht. Nice. Hört auf zu gucken, ich sag's nur einmal. Gut, hier haben wir... Hab ich? Oh ja, sorry. Oh Mann, Alter, da fehlt der Körper. Was ist das, Digga? Das sieht aber krass aus. Das geht nicht! Hört auf mit Wassernässer! Hört endlich auf damit! Hey! Hey! Oh, Junge, nee! Ja! Warum sind die Betten so warm? Das geht nicht runter! Vorne gehören nicht in Minecraft! Komm mal runter! Da. Alter! Moment! Mann! Das ist geil gemacht. Nein, Digga, das ist kompletter Bullshit, Junge. Ja, trotzdem. Oh Mann, ey, es tut richtig... Boah, ich krieg Sodbrennen davon, wirklich. Alter. Ja, hört auf, die Mob zu verunstalten. Kein Haus gehört so gebaut. Jo, tschüss. Alter. Lavatretten gehören nicht in mein... Ich schwöre dir, Lukas, ich drehe hier gleich. Das Ding powert auch noch diese Pisten. Und diese Pisten hebt einfach eine Glastreppe nach oben. Ich glaube, es hat.
Junge, bin ich aggressiv gerade. Ey! Alter. Gut, ey, Lukas. Komm bitte, das reicht schon. Ich hab, ey, kein Gott. Ein letztes habe ich hier noch. Und da schauen wir nochmal ganz kurz rein. Alter, das triggert mich so. Junge. Und jedes Video dieselbe Musik, Junge. Wahrscheinlich sitzt er auf einer Katze. Oh! In sind wir hier in Hogwarts oder was? Warum ist das eine Villager-Kiste? Ja, Mann, Leute, hört auf, Kistenzähne zu geben. Alter, Junge, ey, Lukas, man kann diese Treppen nicht ineinander. Ah ja. Boah, Junge, ich schwöre dir, ich drehe hier. Lukas! Ja. Lukas! Lukas! Was ist das? Sieht aus wie dein Vater, aber. Alter! So, Lukas, da hört's offiziell bei mir auf. Da bin ich. Ehrlich, an der Stelle, meine Freunde, ich hab auch keine Lust mehr drauf. Leute. Dankeschön, Digga. Das war's von diesem wunderschönen Video. Kann mir bitte jemand ein Cursed Minecraft Modpack zusammenstellen, damit ich das spielen kann mit der Vive? Das wäre super. Dann meldet euch einfach in den Kommentaren hier und das werde ich dann mit euch anspielen. In dem Sinne, meine Freunde, macht's gut und ich werde mir jetzt den nächsten Strick suchen und daraus einen Knoten machen und den Rest könnt ihr dann schlussfolgern. In dem Sinne, schaut nicht bei Vive vorbei. Super. Vielen Dank für die Werbung. Auf Wiedersehen. Tschüss.